Deutscher Dressur-Doppelsieg. Christina Bröhring-Spriel gewinnt mit Desperados den Grand Prix von Hagen vor Sönke Rotenberger und Cosmo. Die Nummer 1 der Welt aus dem niedersächsischen Dinklage und Desperados sind das Maß aller Dinge derzeit. Hagen, Balve, Aachen, Rio, das sind die Stationen Richtung olympisches Edelmetall. In Hagen am Teutoburger Wald überzeugen die beiden durch eine Vorstellung, die wenig Wünsche offen lässt. 82,8% sind der Lohn für diese Klasseleistung. Sehr glücklich. Man hat gemerkt, dass er sich die ersten zwei Tage hier schon ein bisschen verausgabt hat. Ich kann heute wirklich gut zum Reiten und so soll das sein. Ein Ausrufezeichen Richtung Rio setzen der erst 22-jährige Sönke Rotenberger und sein Cosmo. 78,6% bedeuten am Ende Rang 2 und die klare Ansage der beiden, sie wollen ins deutsche Olympiateam. Durch ihren starken Auftritt wird dieser Wunsch wohl bald Wirklichkeit.